Gut, der nächste nach Montez war auch schon öfter dabei. Mehr sage ich nicht zur Beeinflussung. Greg gar nichts heißt der Kollege. Auf den habe ich mich schon gefreut. Ach Ja, echt? ich von Olli, habe ich bei Olli schon gehört. Na, los, hau rein. Da war er auch mit Kanone am Start? Nee, ich glaube nicht. Da habe ich nur gehört, dass er sich die Kanone noch nennt. Ich Ah, weiß nicht, ob dann er war er das in einer sagt. anderen Runde mit Kanone dabei, dann kennst du den Song noch nicht. Das ist Nee. super. Raw One Weißt du heißt den auch der noch? Producer auch. Wir haben Ah, okay. Producer-Namen dabei. Ich würde sagen Raw One, so wie Rau und Ra Eins. One. Raw One? Raw One? Raw One? Ra. Raw Wie One. Rake One? Ra One. Raw One. Ra One. Okay, Raw One ist der Producer. Und er hat hier auch eine Gleichung aufgeschrieben, der React gar nichts damit ihn versteht, nämlich 11 Jahre Rap plus 26 Jahre gereift plus Totalschaden plus Liebe für die Musik plus unendlich. Unendlich viele Pornos. Geil. Krasser Typ. Krasser Kanone Typ. halt. Er ist halt die Kanone. Naja. Die Kanone. Deine Sorgen durchbohren, deine Seele wie eine Kugel. Deine Ängste sorgen für Sorgen, lassen dir keine Ruhe. Aber Vorsicht, bevor du dich jetzt kopfüber in die Hölle stürzt. Glaubst du nicht, dass es morgen vielleicht schon besser wird? Deine Sorgen durchbohren, deine Seele wie eine Kugel. Deine Ängste sorgen für Sorgen, lassen dir keine Ruhe. Aber Vorsicht, bevor du dich jetzt kopfüber in die Hölle stürzt. Glaubst du nicht, dass es morgen vielleicht schon besser wird? Du besorgst dir eine Waffe, Munition und eine Skimaske. Willst endlich etwas Geld haben, weil du nie sehr viel hattest in den letzten Jahrzehnten. Heute ist alles teurer von den paar Piepen, die du verdienst. Kann man jetzt nicht mehr leben, der Unterhalt für die unehelichen Kinder ist gigantisch und die anderen laufen den Kosten. Zwing dich zu deinem Handeln, du hast keine Wahl, es muss etwas geschehen und zwar schnellstmöglich. Denn um in der Welt bestehen zu können, ist nun mal Geld nötig. Also hast du dir einen Kopf gemacht, nimmst Korps und Knast in Kauf. Ja, der Typ kann auf jeden Fall rappen, sehr gut. Auch so selbstbewusst, wie ich es mag. Hat auch eine gute Energie auf jeden Fall. Hat was Interessantes erzählt. Nicht so mein Thema, aber trotzdem, ich habe es ja jetzt bis zum Schluss angehört. Also das Bitterding von Olli fand ich noch krasser. Der ist geil, der ist gut, der ist sehr gut auf jeden Fall. Und zum Schluss hätte ich mir gewünscht, dass er einen deutschen Scratch genommen hätte. Und irgendwas, was wirklich, wo du nochmal richtig nachdenkst. Irgendwo hätte er noch was Krasses gefunden, auch wenn es von irgendeinem Unbekannten gewesen wäre oder sonst irgendwas. Das hätte mich noch gefreut. Ansonsten, ja, cooler, krasser Typ. Was du kritisiert hattest, weißt, dass es nicht so ganz dein Thema ist. Ich finde bei dem Thema auch immer so, also wenn du jetzt was über die Kanone machst, so ein Knarrentrack, da ist man natürlich gleich so vorgeprägt von Ami-Rap und denkt sich, warum macht er das jetzt auch? Bei uns gibt es doch gar kein Drive-By. Da hätte er jetzt Achso, was über daran habe seine ich nicht gedacht. Gasknarre gemacht. Das war nicht das, was du meintest. Nee, gar nicht, sondern dieses Selbstmordthema. Was Ist jetzt heißt? nicht so. Vielleicht, wenn es mir jetzt voll schlecht gehen würde, vielleicht würde es mich dann ansprechen. Aber so war das auch ein Raubüberfall, das Ich erste, glaube, das die du erste gemacht Strophe war ein hast? Raubüberfall. Das Genau. zweite war eine. Das zweite war eine Perle, die sich umbringen wollte. Und das Genau. dritte Auch war der wieder Typ im so. Knast. Aber Aber der das auch. dritte war. Ja, der wollte. Ja, der Sich, dritte durfte oder? sich auch umbringen. Beim zweiten hat er gesagt, nicht so schlimm, Süße. Beim dritten hat er Genau. gesagt, yo, schieß dir den Kopf, du scheiß Genau, Kinderschänder. genau. Okay, ah, so. Okay, siehst du, der geht noch Also, es sind schon tiefer. drei Ich verschiedene müsste Sachen es mit der mir Knarre. zweimal anhören sogar. Das ist auch immer gut, wenn Also, es nicht sind, zu ich glaube, ernst das ist. Konzept sind verschiedene Knarrengeschichten. Wobei zweimal Okay, alles Selbstmord ist. klar, ja. Ich bin da auch immer ein bisschen Ja, langsamer. bei größeren Konzeptsachen, ich habe es jetzt auch nicht zum ersten Mal gehört, das macht es Okay, dann leichter. gut. Ja, doch, jetzt, wenn du es mir so erklärst, dann doch besser. Aber ich hätte es mir jetzt nicht ein zweites Mal angehört, muss ich sagen. Aber den Olli-Track, den hätte ich mir ein zweites Mal angehört. Also, der Typ ist auf jeden Fall ein echter Rapper. Wie alt ist er eigentlich? Der hat sich auch noch ein bisschen jünger angehört. 26 Jahre gereift, könnte man Ach, fast unterstellen, dass er 26 ist. meinst du? Warum nicht? Glaube ich nicht. 11 Jahre Rap, 26 Jahre, Wenn er mit Oh, vielleicht 15 ist er angefangen ja hat. 37. Hört er sich an wie 37 oder wie 26? Ich fand 26, fast. Willst du jetzt frech werden, oder was? Ja. ja, doch. Super, super Typ. Also. Nur der Song jetzt. Also, nur der Song ist jetzt nicht so mein Ding, aber ansonsten finde ich den richtig, richtig gut. Der hat ein gutes, der hat geiles Timing, bla, da stimmt eigentlich alles.
Das war ist auch nur interessant. Eine Geschmackssache. Dann. Sein Style war auch interessant. Öfter, ja. Also es war auch ein bisschen unvorhergesehen, wo ja. er jetzt gerade wieder wie variiert und wechselt und Pausen setzt und so weiter. Genau. Und wow. auch, wenn ich dir auch zustimmen würde, dass ich jetzt auch ein geileres Konzept für einen Song noch vorstellen könnte als das, muss man ja auch sagen, gerade bei so einem Konzept wie ich mache jetzt mal was über so Knarrengeschichten, das kann ja auch ganz schnell nach hinten losgehen. Aber er hat es ja so gebracht, dass du es dir auch bis zum Ende angehört hast. Siehste? Und dass die Rap-Technik dabei nicht zu kurz gekommen ist. Da hast verdammt recht. Gut, also was? Der Olli-Track hat dir noch besser gefallen, aber er würde dann wahrscheinlich jetzt auf deine 2 bisher landen, hinter Montez, oder? Da müsste ich den Olli-Track nochmal hören, weil der Montez schon sehr gut war. Da müsste ich nur anhand von dem Track? Wie bitte? Nur anhand von dem Track, der dieses Mal vorgelegt ist? Würde ich Montez sagen. Weil, ja, weiß ich, ja, ist gemein, aber sind beide gleich gut, aber einfach geschmackstechnisch hat mich der Montez-Track mehr angesprochen. Aber vom Potenzial der beiden würdest du sagen, weil beide du hast ja über Montez so auch sehr gute Sachen gesagt. Also. Ganz genau, beides, jetzt zitiere ich mal Olli, fertige Rapper. Mhm. Du hast aber ganz genau zugehört bei Olli. Bei Olli habe ich, nee, das war den ersten Link, den ich von dir aufgemacht habe und den habe ich bis zum Schluss geguckt. Okay.